Ebene bei Fantausch. Markus sehnt sich nach Rache. Giuseppe, mein schwäbischer Freund, aufstehen, Regeländerung, ich warte auf meinen Kaffee. Opa, Opa! Jojo wird in Karlsruhe zur Zielscheibe. Oh, und dann spielt der VfB gegen Bayer Leverkusen. So ist das Leben. Wir sind mittendrin. Und so läuft es bei Fantausch. Wir nehmen zwei Karlsruhe-Fans und zwei Fans vom VfB Stuttgart. Jeweils einer der beiden Fans zieht für eine Woche in die Bude des Gegners. Der andere ist Gastgeber. 5 Tage lang beschnuppern sich die Fans aus gegensätzlichen Lagern und geben alles für ihren Lieblingsverein. Sie alle wagen dieses Experiment, um herauszufinden, ob man Fanrivalität auch anders leben kann. Wir sind die Weißen, wir sind die Schwarze Scheiße. Die Fans treffen echte Stars und erfahren alles über den anderen Verein. Dass beide Clubs sehr bald auch in der Bundesliga wieder gegeneinander spielen. Und am Ende der Woche spielt Stuttgart gegen Leverkusen und Karlsruhe gegen Greuther Fürth. Der letzte Tag vom Tauschexperiment in Karlsruhe. Stuttgarter Ralf will bei Gastgeber Jojo nach einer Woche KSC auch mal seine Regeln durchsetzen. Denn nach Sport und Spiel im Zeichen der Blau-Weißen soll Jojo jetzt mal was vom VfB kennenlernen. Aufstehen! Jetzt geht's los! Du riskierst ja echt einiges. Tja, jetzt kommt diese Regeländerung. Ja, du kannst schon eine Arschlecke-Regeländerung machen. Nee. Lass mal. Ja, du bettest dich schon auf das richtige Kissen. Du hast nämlich hier... Ja. Jetzt kommt das, auf was ich seit Tagen warte. Du darfst jetzt dein T-Shirt ausziehen und das da anlegen, du weißt, es ist soweit. Am Anfang der Woche hat Jojo seinem Gast versprochen, dass er auch mal das Sagen haben darf. Nun ist es soweit. Ich kann dir helfen. Ja? Ja, ich helfe dir. Guck mal, du hast sogar ein blaues T-Shirt an drunter, dass du wenigstens ein bisschen was Blaues hast. Schnell noch eine Katzenwäsche. Dann ist der KSC-Fan bereit. Für Ralfs Schandtaten. Ich habe ja jede Menge lustige Spielchen mit ihm getrieben. Ich denke, dass der Ralf jetzt mit einem ähnlich lustigen Spiel zurückschlägt, wobei er natürlich noch den frühen Vogelvorteil auf seiner Seite hat im Moment. Während Jojo in Karlsruhe Regeln befolgen muss, stellt Kumpel Markus in Stuttgart bei seinem Gastgeber Giuseppe welche auf. Giuseppe, mein schwäbischer Freund, aufstehen, Regeländerung, ich warte auf meinen Kaffee. Opa, Opa! Ja, wo bleibt er? Ah, guten Morgen. Oje. Also Giuseppe, dass du wach wirst, ja, würde ich sagen, geh mal jetzt in deine Küche, du machst mir einen Kaffee, dann kannst du auch gerne dir einen machen und dann starten wir mal in den wunderschönen Tag heute, oder? Also kann ich mir auch eins machen? Darfst du, ja. Das ist Erlaubnis von mir. Gehen wir mal weiter. Ja, mein Gastgeber aus dem Bett zu schmeißen, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf den Kaffee und der Tag kann starten. Bisher hatte der Italo-Schwabe Giuseppe das Zepter in der Hand und sich daran erfreut, Badener Markus leiden zu lassen. Aber er nimmt die Regeländerungen gelassen und ist als echter Italiener geübt mit Kaffeespezialitäten. So, mein Lieber, Liebe geht dir durch den Magen, wie es so schön heißt. Dann lass dir bitte schmecken. Ui. Ist aber süß. Das mache ich doch lieben gerne. Komm, Freifall da. In Karlsruhe will Ralf Jojo jetzt was über den VfB beibringen. Oder besser, herausfinden, was der Hobbykicker schon weiß. So,
Dann fangen wir mal an. Sag mir mal einen erfolgreichen Trainer. Von euch? Ja. Ja, der aktuelle ist ja nur bedingt erfolgreich. Von daher, das ist richtig, aber jetzt, der richtig Erfolg hat. Also nicht bloß Karlsruhe-Schlag oder so, sondern richtig ein großer. Warte mal, ich weiß. Der Armin Fee, der jetzt in genau, der Armin Frankfurt Fee. Ist, genau, der ist doch Meister geworden. Genau, der ist sogar Meister geworden. Ja, die Idee vom Ralf hinter dieser Lehrstunde ist natürlich so ein bisschen mehr das Faustdick aufs Butterbrot zu schmieren, dass der VfB natürlich schon Erfolge hatte und weiß, wie das geht. Und wir beim KSC, naja, nicht gerade vom Erfolg verwöhnt und krebsen in irgendwelchen Ligen rum, in denen der VfB ja, nicht agiert. Der eine oder andere erfolgreiche Trainer. Vielleicht fällt nur einer ein. Ich bin sicher, da fällt nur einer ein. Trainer von Stuttgart, der erfolgreich war. Jetzt komm. Einer von denen macht jetzt sogar noch immer einen großen Rabatt im Fernsehen. Ein großer Rabatt im Fernsehen. Hat jetzt aber ich jetzt eher international engagiert. Der Yogi. Du sagst der es. Yogi, der Yogi. Yogi. Ja. Der Yogi. Der Yogi war natürlich Trainer beim VfB. Ja, der Jojo hat gutes Trainerwissen. Er hat auch so ein bisschen die Hintergründe, hat auch gleich am Anfang gesagt, ja, mit dem Fee, da sind wir dann Meister geworden. Und also, er schlägt schon ein bisschen Stuttgarter Herz in ihm, habe ich das Gefühl. Das hättest du wohl gern, Ralf. Aber Jojo schlägt sich wirklich sehr gut. Und natürlich fällt dem Badener noch ein Trainer ein, der den VfB gecoacht hat. Der Magath. Der Magath. Er weiß es wieder, er weiß es wieder. Magath. Dieses T-Shirt, dieses Trikot, meine Herr, natürlich, das treibt dich zu Leistungen. Ja, das Drama für dich an der ganzen Geschichte ist, dass das ja alles so in Vergessenheit gerät, dass der VfB mal auch erfolgreich gespielt hat. Gut, aber nichtsdestotrotz, ohne gute Spieler geht's auch nicht. Ne? Geht's auch nicht. Das jetzt ist kommt richtig. Die Mühle. Okay. Also, ich denke, da wird der Wende bestimmt der eine oder andere einfallen. Ja, jetzt pass mal auf. Also, euer aktueller Sportdirektor hat auch mal bei euch gekickt, der Freddy Bobic. Ein Punkt, neue, viele Punkte. Viele Punkte. Du hast genau richtig, du hast der erste nämlich schon. Ja. Freddy Bobic spielte von 1994 bis 1999 beim VfB und schoss in 148 Spielen 69 Tore. Der Stürmer wurde im früheren Jugoslawien geboren und wanderte dann mit seinen Eltern nach Baden-Württemberg aus. Seit 2010 ist er Sportdirektor beim VfB. Ja, dann will bestimmt noch einer hören, oder? Nur zwei, wenn es irgendwie geht. Hat nicht der Cleancy auch mal bei euch gekickt? Oh, das ist aber schon lange her. Das ist schon ganz in der Chronologie jetzt nicht drin. Okay. Dann aber der Kevin Kurani. Auch nicht. Den habe ich jetzt der Hanna auch nicht. Dann meiner. Der Mario Gomez. Ja! Ja. Natürlich, der Mario Gomez. Da haben wir ja unseren Exil-Italiener. Unvergessen, der Verräter der Elende. Ja. Dass er zum Bayern gegangen ist. Ja, so wirklich glücklich ist er da auch nicht drauf. Nee, das war ein Fehler. Mario Gomez ist gebürtiger Schwabe und hat schon in der Jugend beim VfB gespielt. Von 2004 bis 2009 spielte er bei den Profis des VfB und schoss in 121 Spielen 63 Tore und wurde 2007 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Einer fällt da bestimmt nur ein. Aus der jüngeren Vergangenheit, oder? Ja, der ist schon in der... Der ist schon eine Weile her? Der ist so in der Bobic-Zeit gewesen. Gehört zu diesem goldenen Dreieck. Das ah ah ja, natürlich. Das goldene Dreieck. Balakow. Oh, wie hieß denn der andere? Der Giovane Elba. Genau, 100 Punkte. Noch so ein Verräter, der nach Bayern ist. Ja. Giovane Elba spielte von 1994 bis 1997 beim VfB und schoss in 87 Spielen 41 Tore. Zusammen mit Freddy Bobic und Krasimir Balakow bildete er das magische Dreieck. Und die Spieler und die Trainer, die geben dann eine Einheit. Und was ist dann letztendlich das Ergebnis? Ich habe doch sogar eins mitgebracht, also ja, zumindest eine Kopie davon. Ja, im besten Fall ist das natürlich ein Titel. Eine erfolgreiche Saison. Und du willst mir bestimmt jetzt richtig schön aufs Frühstücksbrot schmieren, dass das der Meistertitel ist, der Deutsche. Und wieder hast du richtig. Ja. Denn das alles in allem ergibt
letztendlich die Schale, also den Erhalt der Schale. Den wir noch nie so richtig hätten, mal ausgenommen, Phoenix. Ja, aber so richtig als KSC. Leider, es wäre echt mal zu wünschen, aber das sollte davor doch noch in die erste Liga kommen. Oh, und dann heute krieg ich's volle Brett, Ralf. Nee, tut jetzt schon weh. Ich hab's doch gestern schon gesagt. Ja. Ich würde das begrüßen, so wie viele meiner Freunde und Kollegen vom VfB, dass ihr wieder in die erste Liga kommen so dürft, weil diese. So Derby wäre schon Derby schön. Die Derbys, die vermissen wir wirklich. Das fehlt, ja. Wir waren auch gerne zu Besuch in Karlsruhe und hätten euch auch gerne immer wieder empfangen. Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, das ist sehr gut. Da mache ich euren Teil aber auch. Ganz ehrlich, dass ich den Lumpenmann habe, das habe ich schon wieder vergessen. Ich war so vertieft in dieser Lehrstunde, dass mir das so gar nicht bewusst war. Aber ja, es ist halt ein Trikot und ich achte nicht weiter auf die Farben. Es wird schon irgendwie rumgehen, der Tag. Das hofft wohl auch der Stuttgarter Giuseppe auf der anderen Seite. Markus will mit ihm zum Bowlen gehen und dort natürlich auch wetten. Der Schwabe hat Angst vor seinem Gast, denn schon beim Fußballspielen am Anfang der Woche hat er Giuseppe böse gefoult. Jetzt, das sieht aus wie ein Kickschuh, aber scheiße. Ich trau mich gar nicht gegen dich anzutreten. Ne? Hier geht sowieso nur auf die Beine, zweite Liga, Mann. Ich muss zwar fragen, ob die Schienbeine schon da haben. Du kretsch mich knallhart hier ab, das geht gar nicht. Wir spielen hier Bowling, ja. Ja, wer weiß, vielleicht kretsch mich ab. Ich frag mal kurz, ob die vielleicht Schienbeine schon haben. Jojo, jetzt komm, bleib da, bleib locker. Ja, aber fair, Füß, ja, fair. Deine Füße bleiben unverschont. Okay, gut. Ich bin Familienpapa, also bitte. Ich auch. Gut. So, Markus, wenn ich gewinne, schmückst du mir meine Kneipe in VfB-Outfit, rot-weiß, mit Schal, Trikot, alles drum und dran, wo wir das nächste Spiel zusammen anschauen werden. Okay, und wenn du natürlich verlierst, wovon ich ausgehe, was ich nicht glaube, dann laufen wir, wenn wir das VfB-Spiel gucken, zusammen ein, ja, und wir machen Trikotwechsel, weil ich muss sowieso VfB Stuttgart-Trikot anhabe, ja, und du trägst dann mein KSC-Trikot, ja, wenn deine ganze Kollege, deine ganze Crew da sitzt, ja, dann machen wir das. Du brauchst nicht das ganze Spiel anziehen, aber schön, schöner Einlauf, dass alle das mitkriegen und dass du noch ein bisschen Häme hast, bevor euer VfB dann verliert. Also mit großen Bälle habe ich gar keine Bedenken. Ich denke mal, okay, du wirst ganz cool schmücken, aber der Bessere soll gewinnen. Auf jeden Fall, Mann. Und jetzt gehen wir noch unsere Mannschaften ein, oder? Jawohl, ich würde sagen, als erstes VfB. Ich habe ein Heimspiel. Ja, okay. Oder? Nee, ist in Ordnung. Gib ein. Wenn der VfB und der KSC schon in unterschiedlichen Fußballligen spielen, sollen sie wenigstens beim Bowlen aufeinandertreffen. Auf geht's! Papa Fanculo. Ja, hier mit der roten Kugel, oder? Als VfBler. Ja, schon. Aber ich kann auch nichts machen, wenn die kleine Löcher hat. Ich passe die gar nicht rein. Ah. Ich würde schon die rote nehmen. Hast du schon bestimmt mit dem gesprochen, gell? Ja, ja, klar. Du hast halt Wurstfinger. Du hast Wurstfinger. Auf geht's. 11 Meter. VfB. Come on. KSC im Tor. Komm. Ja, komm, immerhin. Immerhin. Erster Wurf. Zieht der KSCler schon wieder den Kürzeren gegen den ehrgeizigen Stuttgarter? Bislang steht es im sportlichen Unentschieden. Giuseppe hat das Fußballspiel gewonnen, Markus das Minigolfen. Wer muss seinen Wetteinsatz einlösen? Muss Markus die Bude in Rot-Weiß schmücken? Oder Giuseppe das KSC-Trikot überziehen? Es sieht gut aus für den gebürtigen Italiener, der seine Freude schwer verbergen kann. Am Ende ist das Ergebnis eindeutig. Markus Regl wird ihm selbst zum Verhängnis. So, wahrscheinlich kannst du mir jetzt kaum hören, aber egal. Ein Mann, ein Wort, wir haben drum gewettet. Hast verloren, jetzt freue ich mich natürlich. Das geile Spiel
in meiner Kneipe das anzugucken, aber natürlich erstmal, wie du die geile Kneipe richtig geil dekorierst. In Rot-Weiß natürlich, so wie im Stadion, alles vom VfB. Ich lasse mich überraschen und ich hoffe, du hast es drauf. Mach ich ja? Für dich auf jeden Fall zum Abschluss. Ich verliere also extrem ungern, wenn man dann noch bei der Schwabe spielt und gegen Schwab verliert, dann ist das nichts Schönes. In Karlsruhe muss noch ein Wetteinsatz eingelöst werden. Beim Wasserpistolenwettbewerb hat Ralf gewonnen und Gastgeber Jojo wird zur lebenden Torwand. Der Jojo fühlt sich jetzt so kurz vor dem Torwandschießen schon ein bisschen mulmig. Denn ja, wenn so ein Ball angeflogen kommt, das kann schon kurz so ein bisschen wehtun. Aber Jojo steht zu seinem Wort und zieht es durch. Zur seelischen Unterstützung hat er zwei Freunde zum Fußballplatz bestellt. Peter und Arno werden allerdings auch schießen. Klubst mal rein. Ich hoffe, ihr habt Zielwasser getrunken. Ich muss da oben einschlüpfen. Oben? Nein, schlüpfen. Ja, du hebst gerade voll schon. Ja, genau. Der Punkt nach vorne aus. Ja, wenn du auch hast, musst du mal drehen. Halt! Ja, jetzt dreht bitte. Und dann kommt auch noch die Verwandtschaft. Sein Schwager. Maite, was machst du hier? Oh, ja, ich hab mal geguckt hier. Mir war langweilig spazieren und jetzt sehe ich dich da als Torwand. Also, ja. Wir haben ja noch einige Rechnungen offen. Stimmt, und ja. Ich glaube, da wird es langsam mal Zeit. Und ich habe mich auf einen wie dich gewartet. Das ist perfekt. Gut, dass Jojo ein ausgebildeter Torhüter ist. Den Gang ins Tor kennt er, wenn auch in anderer Bekleidung. Und schon geht es los. Die Jungs haben keine Gnade. Jeder hat 3 Schuss pro Loch. Wer gewinnt an der Jojo-Torwand? Da ist drin. Nach hinten, nach vorne geht das VfB. Guck mal, ein Kopfhoch und Schutz weh. Jetzt probiere ich rechts oben, Jojo. Da bin ich traditionell besser. Ja, dann versuch's mal. Das sah nach einem Treffer aus. Arno. Nach 10 Minuten Dauerfeuer auf den VfBler Jojo will Ralf Gnade walten lassen. Die Entscheidung ist, du hast deine Aufgabe gelöst. Ja, nee, Moment mal, du hast einmal getroffen, oder? Ich habe einmal getroffen, ja. Peter hat einmal getroffen. Arno? Ich habe nicht getroffen. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein Stechen mit insgesamt 3 von jedem. Okay. Um das Sieger. Okay. Sicher, Jojo? Noch eine Runde? Okay, ja, du. So was, ich hatte eigentlich gedacht, sein Schwager ist derjenige, der. Okay. Ich möchte nicht nochmal so treffen. Ja, das. Das war gar nichts. Ja. Ich bin saufroh, dass das Torwandspiel rum ist. Es war zwar eine Gaudi auf eine gewisse Art und Weise, aber der ein oder andere Treffer flog dann schon in gefährliche Zonen bei mir. Also ich bin stolz auf den Jojo, dass er diese Aufgabe so mit Bravour geleistet hat. Obwohl es zweimal richtig knapp war für ihn, ist er immer stehen geblieben und hat seinen Mann als KSC-Fan gestanden, obwohl er ja noch zu allen Übel ein VfB-Trikot anhatte. So, Jojo, du hast deine Aufgabe in Bravo gelöst. Dankeschön. Ja, das war auch genug. Ich bin froh, dass nicht das nur irgendwas passiert ist. War jetzt Strafe genug. Ja, es war eine knappe Geschichte. Dann hatten wir heute Morgen eine schöne Theoriestunde. Richtig. Das war jetzt praktisch. Ja, sehr praktisch. Sehr praktisch. Und jetzt machen wir nochmal Theorie. Aha. Und zwar, du weißt, 15.30 Uhr. Oh. Ja. Jetzt deswegen verstehe ich das mit dem Hemmet. Genau, mit dem Hemmet. Okay. Gucken wir jetzt haben wir das VfB-Spiel auch. Okay. Mir zwei? Ja, mir zwei auf jeden Fall mal. Okay. Und da wirst du vielleicht mal sehen, wie der VfB das macht. Okay. Oder halt auch nicht machen. Ja, oder wie der VfB auch mit einer Niederlage umgeht. Aber ja, auch das muss man lernen. Davon gehen wir einfach mal nicht aus.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf der Weg. Machen wir uns auf der Weg. Jux, ich sag Jux. Danke fürs Mitmachen. Gleich bei Fantausch. Markus muss in einer Fankneipe unter Stuttgartern leiden. Und dann spielt der VfB gegen Bayer Leverkusen. Spitzenfußball aus der ganzen Welt. Wir sind sicher, dass Ihnen das gefällt. Tor! Und was für ein Tor! Die Top-Ligen im Dezember. Live auf Sport 1 Plus. Das ist stimmungsvoller Hochgenuss. Sport 1 Plus ist über diese Partner empfangbar. Empire Four Kingdoms. Erbaue eine mächtige Burg. Erobere Länder und Kontinente. Herrsche über die Welt. Werde eine Legende in Empire Four Kingdoms. Jetzt im App Store. Spiele Empire Four Kingdoms. Es liegt an uns, wie wir Natur in Zukunft erleben. Nature Fun kauft Land für Natur. Machen Sie mit 5 Euro per SMS oder gehen Sie auf zukunft.naturefun.de. Schon früh habe ich gemerkt, dass ich anders ticke. War schon klar, wie man über solche wie mich denkt. Krank, pervers, Abschaum. Dachte ich ja auch. Dabei habe ich meine Fantasie noch nie ausgelebt. Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung. Aber jeder verantwortlich für sein Verhalten. Ich will kein Täter werden. Präventive Therapie verhindert sexuellen Kindesmissbrauch. www.keintäterwerden.de. Ja, 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 ja! Aber jetzt mal genug von der Oma. Ich wollte euch was ganz anderes fragen. Habt ihr in den letzten Wochen auch Post zum Thema Organspende bekommen? Ja. So, jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Wenn man ganz tief in sich geht, ne, dann fragt man sich doch, was gibt's da eigentlich noch zu holen, oder? Ja. Hier, das Herz, schon mehrfach gebrochen. Oder die Lunge, aus dem Hals geschrien. Die Augen haben minus 50 auf Dreh. Ne? Ja, da greift man doch zu jedem Gallenstein. Und ich muss euch enttäuschen. Trennsäcke oder eine kleine Portion Hüftspeck, die kann man nicht vorher schon mal spenden. Ja. Dem Thema Organspende kann man sich auf vielen Wegen nähern. Mit Humor oder Ernst, ganz sachlich oder einfach aus dem Bauch heraus. Aber egal wie, das Wichtigste ist, Sie tun's. Treffen Sie Ihre Entscheidung und halten diese in einem Organspendeausweis fest. Ich hab's auch gerade gemacht. Kein Witz. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Auf der ganzen Welt leben nur noch 3200 Tiger. Rücksichtslose Wilderei und illegale Abholzung bedrohen sie und ihre Zukunft. Rette mit, damit der Tiger nicht von unserer Welt verschwindet. Schon 5 Euro helfen. Sende eine SMS mit Tiger an 81190. WWF for a Living Planet. Handball ist
grenzenlose Leidenschaft. Wow. Bedingungslose Hingabe. Und jetzt wird's richtig böse. Gänsehaut. Wir verneigen uns. Wir ziehen uns. Und wir sind Handball. Die DKB Handball Bundesliga. Füchse Berlin gegen THW Kiel. Sonntag, 18.55 Uhr. Live auf Sport 1. Handball auf Sport 1. Hey! Präsentiert Ihnen die DKB. Die volle Dosis Fußball. Willkommen bei Bundesliga aktuell. News, Fakten, Hintergründe, Boulevard und immer mittendrin. Was soll da also bitte noch schiefgehen heute Abend? Täglich live aus dem neuen interaktiven Studio. Bundesliga aktuell, Montag bis Freitag, 18.30 Uhr auf Sport 1. Bundesliga aktuell wird Ihnen präsentiert von Erdinger Weißbier. Das Weißbier der Fußballfans. Die stärkste zweite Liga der Welt. Der ist drin! In ihrer Jubiläumssaison. 40 Jahre. Wahnsinn! Und gefeiert wird bei uns. An jedem Spieltag. Herzlich willkommen zu Hattrick. Hattrick, die zweite Bundesliga. Freitag, 22.15 Uhr auf Sport 1. Hattrick wird Ihnen präsentiert vom neuen Suzuki SX4 S-Cross. Und der größten Sportwettenarena der Welt. bwin. Zurück bei Fantausch. Gleich spielt Stuttgart gegen Leverkusen und Karls Zähler Markus muss in Stuttgart seinen Wetteinsatz einlösen. Giuseppes Kumpel Daniel hat schon Deko für die Umgestaltung der Fankneipe mitgebracht. Und das ist noch nicht alles. So Markus, willkommen in unserem Reich, in unserer Kneipe. Karlsruhe, willkommen. Also Jungs, begrüßt mal den KSC-Fan hier heute. Auf geht's! Scheiß KSC! Scheiß KSC! Scheiß KSC! Sauber! Also, wie vereinbart, blaue Trikots gehen gar nicht hier. Wie gesagt, der Verlierer des Spiels trägt vom jeweiligen anderen Verein das Trikot. Da du verloren hast, musst du heute ein VfB-Trikot tragen. Ich hoffe, der Giuseppe hat eins organisiert. Aber natürlich, ein ganz geiles sogar. Strafe muss sein. Bitteschön. Da muss der KSC-Fan in den sauren Apfel beißen und sein blaues Leibchen ablegen und gegen ein rotes eintauschen. Markus, bitte lächeln. Ich habe hier noch ein paar Fanartikel mitgebracht. Fahne, Schals, die ich bitte, hier aufzuhängen. Und lach bitte dabei. Ja. Weil deine Jungs vom KSC sollen auch sehen, dass du Freude dran hast, vom Erzfeind Fahne aufzuhängen. Da habe ich kein Problem damit. Jawohl. Dann würde ich mal sagen, hier die Fanartikel. Geile Sache, auf. Panzertape. Und da mal bitte loslegen, jawohl, auf zum Hänger. Aber nicht allein, ne? Ihr helft dann auch schon. Ja, wir werden dir dann schon sagen, ob es richtig ist oder nicht. Giuseppe, kommst du bitte? Ja, klar. Die Farbe von VfB Stuttgart zu tragen als Badener ist natürlich nicht gerade das Schönste, was es gibt auf der Welt, ja. Aber da muss ich jetzt einfach durch und ja, wenn Stuttgart am Schluss dann verliert heute, dann habe ich auch noch was zu grinsen und ich denke, oder ich hoffe, ja, ich habe jetzt schon öfters gedacht, dass es richtig liegt und war dann doch nicht so, aber Leverkusen wird sich ausspurten und ja, schauen wir mal. Markus trägt's mit Fassung. Er weiß, dass der Tausch fast vorbei ist und außerdem handelt er einfach nur nach Anweisung. So, perfekt, perfekt. Ich würde sagen, genial dekoriert. Und jetzt können wir uns das Spiel anschauen. Kann man so genial akzeptieren, ja? Auf jeden Fall. Kann man so akzeptieren. In Karlsruhe sind zwei VfB-Fans auf dem Weg zum Bundesligaspiel. Zwei VfB-Fans? Nein. Jojo ist noch immer KSC-Fan, musste aber auf Reiswunsch in ein rot-weißes Trikot schlüpfen. So, Jojo. Wir gehen jetzt zum VfB Stuttgart! Spiel? Auf. Das ist eine nächste Challenge, auch zum Challenge. Ja, das weiß ich, aber es kommt nur ein kleines bisschen dicker. Es könnte unter Umständen sein, dass Freunde von dir da drin sind. Ja. Und deine letzte Challenge ist es, durch dein Verhalten quasi, diese Freunde zu animieren, dass sie, wenn für Stuttgart ein Tor fällt, dass dann gejubelt wird. Stuttgart! Das heißt, ich muss dann im Prinzip
Ja. Der Jubelanimator. Genau, für deine Freunde. Und wenn natürlich, wenn ein Ball vorbeigeht, dann ein Meine Challenge ist ja eine echte Herausforderung, nicht nur für mich, sondern auch für meine Freunde. Und da werde ich alle meine Überzeugungskräfte nutzen müssen, um sie auch dazu zu bewegen. Also ich kann für nichts garantieren. Gib alles, Jojo. In einer Kneipe in Karlsruhes Innenstadt warten schon seine Freunde. Zu viert schauen sie das Spiel der Stuttgarter gegen Leverkusen. Gentner, Sakai, Harnik für Traoré. Oh, Backe! 16. Minute. Mann, oh Mann, der muss doch sitzen. Traoré ist halt ein Vorbereiter. Denn ein Knipser. Letzte Saison nur 2 Tore, aber das hier war auch noch sein starker Linker. Die Stuttgarter Fans sind guter Dinge. Noch. Traoré mit den meisten Ballkontakten gegen Donati und Schiedsrichter Zweier meint, nein, nix war's, kein Elfmeter. Schwierig zu entscheiden, Donati stellt seinen Körper rein, nein, für mich auch kein Elfmeter, wenn, dann Sperren ohne Ball. Für mich muss es ein Elfmeter gewesen sein, weil ich ein Stuttgart-Fan, aber realistisch eigentlich nicht, wenn man es dann im Nachhinein sieht. Jetzt kommt's 1-0. Meine Fresse! Hätte er jetzt abnehmen müssen. So völlig dumm, ohne Witz. Das war unglücklich von Daniel Schwab, der für Tusky in der Innenverteidigung spielt. Schwab rutscht rein, weil er vor Stefan Kießling retten will. Als das Gegentor fällt, also das Eigentor durch den Spieler Schwab vom VfB Stuttgart, habe ich dem Ralf erstmal die Hand auf die Schulter gelegt, um ihn so ein bisschen zu beruhigen. Das ist nämlich eine ätzende Situation als Fan, ich weiß das. Wahrscheinlich ist mir aber so nebenbei auch noch ein kleines Lächeln ins Gesicht gesprungen, denn so ein bisschen hat es mich ja gefreut, denn wir mussten ja auch schon ein Eigentor hinnehmen die Woche und das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, wir sind Schwaben, wir fallen und stehen wieder auf. Das ist unser Motto, ist kein Problem. Es wäre schlimmer, wenn wir fallen und nicht mehr wieder aufstehen. Und es geht ja noch 45 Minuten, also ist alles noch offen. Viel schlimmer wäre, in die 70. Minute die Führung abzugeben und dann noch 2 Tore zu kassieren. Das wäre viel schlimmer, wie der KSC gestern. Zweite Halbzeit. Der VfB wirft alles nach vorne. Doch heute scheint irgendwie der Wurm drin zu sein. Für mich die richtige Entscheidung, kein Elfmeter. Hier Donatis Arm nicht aktiv im Einsatz. Das war's. Leverkusen gewinnt mit 1:0 in Stuttgart. Der 7. Sieg in Folge. Das ist Vereinsrekord. Ja, seltsames Gefühl ist es von dem her, da ich ja mein Karlsruher Jungs, sage ich schon, zeigen wollte, dass in der ersten Liga die Sache zack auf zack richtig Fußballkrimi gespielt wird. Aber irgendwie hat es der VfB leider heute nicht geschafft, dieses zu präsentieren. Für die Stimmung hier am Tisch wäre es natürlich wahrscheinlich hilfreich gewesen, wenn wir ein anderes Ergebnis oder auch vielleicht ein bisschen torereicheres Spiel insgesamt gesehen hätten. Also Tore sind immer gut, tun jedem Spiel gut, hätten hier auch wahrscheinlich geholfen. Für mich hat es die ganze Sache ein bisschen einfacher gemacht, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ich denke, wir waren ein faires Publikum für den Ralf. In Stuttgart gibt es hängende Gesichter. Mit der Heimniederlage können die Schwaben nur schwer leben. Ich hasse es zu verlieren, egal ob ich selber oder meine Mannschaft. Wenn es um mir geht, kann ich selber alles reißen, aber so zugucken und ich kann nichts machen. Meine Hände sind gebunden, meine Füße, ich kann nicht rennen, ich kann nichts machen. Das ist für mich noch schlimmer und noch schwieriger und noch... Boah. Ich selber, gell? Spiel ich rum. Ich hab's getragen, ich hab meinen Weltseinsatz gehalten, auf jeden Fall, einmal ein Wort, aber spiel ich rum und das Trikot ist da aus. Der Partner hat mir Schwab noch nie Glück gebracht, es ist klar, dass er das Spiel jetzt verloren hat. War ja gestern auch nicht so für euch. Da hast du auch wieder recht, ja. Und eins ist klar, eine Sache haben wir leider gemeinsam, beide haben am gleichen Spieltag verloren. Gleich
Eine Woche Fantausch geht zu Ende. Oh, bist du immer noch da? Und Rivalen wachsen zusammen. Hat mich gefreut. Ciao, Mann. Ciao, Meister. Wenn es draußen stürmt und schneit, steht für sie etwas Besonderes bereit. Völlig klar, wir krönen dieses Jahr mit einem spannenden WM-Turnier die besten Dartspieler. Gibt es natürlich hier im Dezember live auf Sport1 Plus. Sport1 Plus ist über diese Partner empfangbar. Empire Four Kingdoms. Erbaue eine mächtige Burg. Erobere Länder und Kontinente. Herrsche über die Welt. Werde eine Legende in Empire Four Kingdoms. Jetzt im App Store. Spiele Empire Four Kingdoms. Auf der ganzen Welt leben nur noch 3200 Tiger. Rücksichtslose Wilderei und illegale Abholzung bedrohen sie und ihre Zukunft. Rette mit, damit der Tiger nicht von unserer Welt verschwindet. Schon 5 Euro helfen. Sende eine SMS mit Tiger an 81190. WWF for a Living Planet. Es liegt an uns, wie wir Natur in Zukunft erleben. Nature Fund kauft Land für Natur. Machen Sie mit 5 Euro per SMS oder gehen Sie auf zukunft.naturefund.de. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Und da stehst du. Vor einer Herausforderung. Gib niemals auf. Mit aller Kraft gegen den Krebs. Gemeinsam fürs Leben. Sport has the power to change the world. It has the power to unite people. Laureus, Sport for Good. Durch Sport bekämpfen wir soziale Probleme. Laureus, eine weltweite Bewegung von Sportlern für benachteiligte Kinder. Wir fördern über 120 Projekte auf der ganzen Welt. Laureus, das bedeutet Verantwortung. Und Teamgeist.
Nur zusammen sind wir stark. Wir sind Laureus. Bist du es auch? www.laureus.de Sie sind die Macht aus Miami. Die Herren mit den Meisterinnen. Zwei Titel in Serie. Die Konkurrenz schäumt. Champion of the Basketball World. Die Jagd auf den Titel geht wieder los. Beat the Heat. Die Jagd auf Miami. Die volle Packung NBA. Live. Nur auf Sport1 US. Sport1 US ist über diese Partner empfangbar. Die volle Dosis Fußball. Willkommen bei Bundesliga aktuell. News, Fakten, Hintergründe, Boulevard und immer mittendrin. Was soll da also bitte noch schiefgehen heute Abend? Täglich live aus dem neuen interaktiven Studio. Bundesliga aktuell, Montag bis Freitag, 18.30 Uhr auf Sport1. Bundesliga aktuell wird Ihnen präsentiert von Erdinger Weißbier. Das Weißbier der Fußballfans. Die ultimative Herausforderung. Das ist ja Wahnsinn. Das beste Team Europas. Zu Gast in der roten Hölle. Ja, und der Ball ist drin. Der FC Bayern empfängt den Titelverteidiger Olympiakos Piräus. Die Euroleague Basketball live. Heute 20.30 Uhr auf Sport1. Zurück bei Fantausch. In Karlsruhe muss Stuttgart-Anhänger Ralf jetzt von seinem Gast Jojo Abschied nehmen. Oh, bist du immer noch da? Ja, Jojo, ich bin immer noch da, aber nicht mehr lange. Ja, das ist wiederum schade, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es sehr schade, weil für die schon ein paar Tage hat echt toll. Ja, also ein bisschen Stress geht, ja, aber. Ja, gut, Baden und Schwarm, das war gesunde Reibungshitze, würde ich sagen. Da war schon ordentlich zu in deinem Pott. Du bist ja genauso wie ich ein positiv Fußballverrückter. Von daher war es mir gerade egal, ob du jetzt ein Schwabe in Stuttgart warst. Also war schon ein angenehmer Gast. Ich fand es sehr angenehm. Trotzdem würde ich dir, da man ja Gäste auch, weil da mit vollem Gepäck zurückgehen lässt, würde ich dir jetzt mal das Stuttgart-Shirt zurückgeben, das steht dir ja zu. Ja. Tut aber auch ein bisschen weh, es dir zurückzugeben, denn ich weiß jetzt mehr, dass du jetzt mit dem Trikot verschwindest. Danke. Ralf, mach's gut, halt die Ohren steif. Das wird man brauchen als Stuttgarter. Auf jeden Fall. Und ich denke immer dran, wenn du da hockst und ein Spiel anguckst und ich auch, werde an dich denken. Und dann schneidet dann mal eine schnippische SMS, wie schlecht sie wieder war oder wie gut. Das wirst du wahrscheinlich vermissen. Ich werde deine blöden Kommentare zurück auch vermissen und deine schwäbische Witze werde ich am allermeisten vermissen. Also ich muss sagen, durch den Fantausch VfB KSC habe ich neue Freunde gefunden und hoffe, dass ich die auch behalte. Also diese Fantausch-Aktion ist eigentlich empfehlenswert für jeden, der mal erfahren möchte, dass eigentlich in diesen ganzen Trikots in den falschen Farben auch nur Menschen stecken, wie ich und wie wir. Ganz normale Menschen, die mit normalen Berufen, mit normalem Humor und die eigentlich genauso liebenswert sind wie die eigenen Fans und Freunde. Applaus, Applaus. Experiment geglückt. In Karlsruhe haben sich neue Freunde gefunden. Ralf fährt zurück in seine Heimat mit neuen Erfahrungen und einem Stückchen KSC im Herzen. Und auch in Stuttgart bei KSCler Markus und seinem Gastgeber VfBler Giuseppe heißt es Abschied nehmen. So Markus. Giuseppe. Es war auf jeden Fall eine geile Zeit. Ich hoffe, du hast dich echt wohlgefühlt. Ich habe alles daran gesetzt, dass du dich wohlfühlst in meinem schwäbischen Land. Sehr guter Gastgeber. Danke dir. Gruß nochmal an deine Frau, an deine Kinder. Ich würde euch auf jeden Fall super in Erinnerung halten. Freut mich sehr. Und ich glaube, so eine badisch-schwäbische Freundschaft gibt es selten. Das sollte man hier eigentlich hochhalten. Und ich würde mich freuen, wenn man auf jeden Fall in Kontakt bleiben würde. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, die anderen sehen das auch so. Und dass wir zwar Fans sind von jeweiligen Vereinen, aber trotzdem Freunde sein können. Genau, weil
Der Fußball steht über allem und ja, bleib so wie du bist. Du auch, mein Freund. Cooler Junge. Hat mich gefreut. Na. Ciao, Mann. Ciao, Meister. Dir auch. Mach's gut, gell? Ciao. 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 VfB, Grüße! Tolle Woche, tolles Projekt, tolle Gastgeber. Aber trotzdem noch stolz auf meinen Verein. Ich liebe meine Heimat immer noch, genauso wie vorher auch. Aber ich habe schon da ein, zwei Vorurteile gegenüber den Schwaben abbauen können. Ja, auf jeden Fall eine geile Woche erlebt mit verschiedenen Fankulturen. Ich habe auch eine ganz andere Meinung über den KSC gehabt. Aber durch die Tage, die ich jetzt mit Markus erleben durfte, habe ich auch meine Meinung geändert. Ich finde, man sollte oftmals keine Vorurteile haben im Leben. Und so geht eine Woche Fantausch zwischen Schwaben und Badenern zu Ende.